So, liebe Leute, und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ey, lass es mal sein, ich war doch gar nicht fertig hier, komm. Also, lass mich doch noch ein paar Mal das machen hier, das macht richtig Spaß. Nein! Gregor, du gehst jetzt erstmal zurück, du bist müde, du musst schlafen. Das hat man in den letzten zwei Parts auch schon die ganze Zeit mitbekommen, so. Ich muss das jetzt erstmal wieder normal regeln. Du gehst ohne Hirn an die ganzen Sachen ran, du nur immer mit deiner scheiß Strahlenmunition, mit deinen scheiß Strahlkanonen. Ja, die sind aber geil, ja, die... Also, die machen richtig Wumms und die schießen alles mit einem Mal um und so. Na komm, lass mich doch. Also, ey, wir sind doch Freunde, wir sind Kollegen. Hallo, ich bin doch in dir drin, also... Ich bin aus deinem Kopf entstanden, also... Nee, komm, weißt du was, du gehst jetzt einfach mal schlafen. Ich mach das hier schön weiter. Ist ja schließlich mein LP, also lass das sein, okay? Ja, aber es bleibt mir ja noch übrig, also... Na, dann mache ich halt was anderes. Tschö, Leute, der Gregor meldet sich irgendwann später nochmal. Dann habt ihr halt Spaß mit dem Ari hier, mit dem normalen Fuzzi. Ja. Weiß nicht, ich gehe jetzt Pokémon spielen. Sowas für richtig harte Kerle. So, tschüss. Ja, komm, geh du nur. Geh weg. So. Also, willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Blind. Und jetzt geht's ja auch direkt mal wieder weiter. Zum Anfang von diesem Part müssen wir erstmal direkt wieder speichern, weil wir waren ja beim letzten Mal beim Shop gewesen. Mikrofon richtig hinhängen. Und ich habe die ganzen letzten Parts jetzt auch gar nicht überprüft, wie das jetzt auch alles aussieht. Mit den Tonaufnahmen, wie das überhaupt, wie Gregor angekommen ist. Ich nehme das hier auch alles am Stück auf. Ein weiterer Textlog. Wir hatten seit einiger Zeit keinen mehr. Wucherung. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald H. an Dr. Cross E. Ah, Elizabeth Cross. Also, wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, dann stoppt das irgendwie. Ich werde das nur überfliegen. Interessant. Ah, okay. Na. Ah, das dauert so lang. Gut. Ich kann damit irgendwie nicht richtig gut hochscrollen. Ach, die schießen auch Raketen oder was? Na? Du bist doch noch gar nicht tot. Komm. Oh Mann. Was? Ach so, du bist explodiert, ja. Ist nicht schlimm. Kann jedem mal passieren, ne? Dass man einfach so in die Luft fliegt. Während man gerade noch dachte, es ist alles in Ordnung. Wie die das ganze Gebiet hier aber so verseucht haben, das ist einfach nur ekelhaft. Was ist denn hier drin? Zensiert, das darf keiner sehen, dass wir die lieben Nekromorphen töten, das ist überhaupt nicht nett von uns. Das dürfen kleine Kinder gar nicht sehen. Und eigentlich dürfte das überhaupt hier nicht so ein kleines Kind sehen, welches hier unter 18 oder unter 16 ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Spiel eingestuft ist. Oder ob es davon eine gecuttete Version gibt, weiß ich nicht. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall das Impulsgewehr etwas verbessern. Vom Schaden. Ja. Nur vom Schaden? Oder auch noch einmal Kapazität? Dann haben wir 100. 100. Machen wir das oder machen wir das nicht?
Ich weiß nicht. Ja, komm, machen wir einfach. Wir machen das. Warum eigentlich nicht? Jetzt ist auch unser Impulsgewehr schön verbessert worden. Ah, 100. Das ist schön. Achso, da war ja der eine. Der kaputte Kerl. Und dafür brauchen wir... Wie viel? Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Einen zum Überbrücken. Gut. Gut. Auf geht's, Scotty. Ab nach oben. Juhu. Und da wartet bestimmt... Nothing auf uns. Piu, piu, piu. Ekelhaft. Ja. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Okay, gut. Wäh. Würde mich nicht wundern, wenn auf dem Rückweg aus diesen Viechern, aus diesen Knubbeln irgendwas rauskommen würde. Ach ja, und das hier ist nicht mehr so schön, wie es einst war. Alles benetzt mit diesem organischen Material und... Ja, da der liebe Gregor weg ist, allerdings nicht gesagt wurde, dass die 10 Kilotonnen auch weg sind, war anscheinend nicht Gregor so schwer. Das war wahrscheinlich... War wohl jemand anders. Ich muss die Waffe mal eben nachladen. So. Ja, okay. Gefährliche Anomalie registriert. Was, warum? Quarantäne wurde aktiviert. Manno! Ich bin doch gar nicht so schlimm. Meine Güte. Es wird lauter. Hey, komm, komm. Naja. Auf einfach halten die bestimmt total wenig aus. Wir haben einen Energieknoten bekommen. Den können wir bestimmt nachher benutzen auf unserem Rückweg. Was? Wo? Ach, wieder so ein Asthmatiker. Ich kann nicht richtig atmen, Hilfe. Hä, was zum... Nun gut, wir schauen erstmal, was hier drin ist. Immer mehr Munition. Ha! Am Bein. Der arme kleine Kerl. Der sich nicht mehr verteidigen kann. Der allerdings auch keine Gegenstände für mich übrig lässt. Nicht mal Geld oder so. Ach, ja. Ja, hier ist auch gar nichts rausgekommen. Wird bestimmt auch nie was rauskommen. Wie ich dieses Spiel kenne. Was natürlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Überraschungsmomenten zu tun hat. Weil das Spiel ist ja einfach nur ein stinknormaler Shooter. Boah, das ist so ekelhaft. Wo? Ach, da unten? Muss ich wahrscheinlich aufmachen. Nährstoffhass wird ersetzt. Ja, gut. Getötet. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, müsste das ja eigentlich dann besser funktionieren. Nährstoffhass wird ersetzt. Weil es ist ja jetzt nicht mehr kontaminiert oder so. Diese komischen flüsternden, diese flüsternden Stimmen. Mich würde ja mal interessieren, was die wirklich sagen, weil genau verstehe ich das leider nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ach.
kleine Viecher. Nee, weil es, also, wenn ihr es wirklich wisst, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinschreiben, weil mich interessiert das echt, wie diese, also was da gesagt wird. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das, also nicht zwangsläufig wichtige Informationen sind, aber dass die vielleicht auch irgendetwas über hier die Nekromorphen oder so auch noch weitere Informationen preisgeben. So, gehen wir auch auf die zweite Ebene. Hinauf! Hinauf! Achso, ja, wir sind schon da. Gut. Hinauf! Halleluja, was soll hier denn in die Luft gesprengt werden? Gut, dass ich das Teil nicht abgetreten habe. Das wäre nicht so gut geworden. Und dass das ganze organische Material nicht einfach verbrennt. Okay, dahinter ist auf jeden Fall wieder irgend so ein Asthmatiker. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Hier ist doch gerade irgendwas anderes noch rumgetapst. Ist das wieder der Otto? Ist der Otto uns gefolgt? Das könnte ich mir vorstellen. Juhu, wir können wieder speichern. Und wir eben mal ins Inventar schauen. Wir haben zu viel Munition. Wie immer. Aber jetzt speichere ich nochmal kurz. Dann haben wir jetzt wieder einen Part wieder hinter uns. Ach Gott, und ich muss den ganzen Kram auch noch wieder rendern. Ja, das habe ich hier fast übersehen. Ein Allergieknoten. Juhu, wunderbar. Ja, dann müssen wir direkt nochmal speichern. Dieser Erfolg muss festgehalten werden. Auf jeden Fall. Aber wir dürfen doch keinen Energieknoten übersehen. Aber es kann... Also, es ist bestimmt auch gut möglich, weil ich das hier auch blind spiele, dass ich bestimmt schon einen Energieknoten übersehen habe irgendwo. Naja, aber wie gesagt, hier mache ich jetzt einen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Genau an dieser Stelle. Daher bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space.